Also Verkaufstrainer bin ich geworden, weil ich mir vorgestellt habe, wie schön es sein muss, sein eigenes Wissen weiterzugeben, was man sich selbst erarbeitet hat. Und ich selbst hatte mal das Glück, einen wirklich guten Verkaufstrainer zu erleben. Er hat mich so inspiriert und danach habe ich gestrebt. Also ich bin ein sehr strebsamer Mensch und wollte das unbedingt auch erreichen. Und so bin ich diesen Weg gegangen. Das Besondere ist, dass ich es ja selbst gemacht habe. Über sehr viele Jahre hinweg, über 30 Jahre bin ich im Vertrieb und kenne somit den gesamten Ablauf und habe selbst bewiesen, dass man durch Veränderung an sich selbst erfolgreicher werden kann. Und das Schöne ist gerade Thema Silberrücken. Ich liebe es, wenn ich heute von Unerfahrenen über die Mittleren bis hin zu den erfahreneren Vertriebsmitarbeitern alle im Seminar habe, weil ich dann wirklich Wissen transferieren kann und ich bringe die Gruppen auch zusammen. Und das ist wirklich was Herausragendes. Das macht mir persönlich sehr viel Spaß. Die Leute vertrauen mir sehr schnell und dadurch gewinne ich dann auch in kurzer Zeit eine wunderbare Trainingsatmosphäre. Das Thema Umsetzung ist wirklich ganz entscheidend. Ich selber arbeite wirklich mit vielen Methoden. Das bezieht wirklich Storytelling ein, das bezieht ein Motivation, das bezieht Rollenübung ein, das bezieht ein, wirklich zu schreiben, mitzuarbeiten. Also bei mir gibt es auch keine Briefklammern, bei mir gibt es die echten Produkte des Unternehmens oder Dienstleistung. Das heißt, ich dringe mit meinen Methoden auch in die Welt der Mitarbeiter ein und schließe Commitments mit jedem Einzelnen. Das heißt, jeder Mitarbeiter wird durch mich auch berührt und vereinbart mit mir ein Umsetzungsziel, sodass sie oder er dann wirklich auch daran nachhaltig arbeiten kann und die Erfolge generieren kann. Ganz wesentlich ist noch der Punkt die Selbsterkenntnis und die Selbststeuerung. Das gewähre ich dadurch, dass ich Struktur vermittle, an der jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin selbstständig mit dieser Struktur ihr eigenes Tun kontrollieren kann und so persönliches Wachstum selbstständig organisieren kann. Also erstmal verstehe ich jeden kritischen Teilnehmer, denn oftmals werden die Teilnehmer geschickt, ohne zu wissen, was erwartet sie. Und ich kläre natürlich die Erwartung und ich hole diesen Teilnehmer auch ab. Und ich bringe ihn auch dazu, seine Erwartungen klar zum Ausdruck zu bringen. Und das ist für mich auch eine Messlatte. Und dann partizipiere ich vom Teilnehmer und er in Dauer des Seminars auch von mir, weil wir auf Augenhöhe miteinander umgehen und so wirklich das Training als Mehrwert aufbauen und beide miteinander wirklich am Ende erfolgreich sind. Und ganz oft habe ich so, dass kritische Teilnehmer sagen, Herr Koschinski, das war wirklich für mich ganz wichtig. Ich habe erst nicht geglaubt und ich habe gezweifelt, dass das für mich Mehrwert bietet. Sie haben mich eines Besseren belehrt. Es war ein tolles Seminar.